Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute exklusiv bei Maxis, um ein bisschen Licht ins Dunkle der ganzen Fahrradreifentypen zu bringen. Wir haben natürlich auch einen Fachmann am Start. Servus, ich bin der Mike Hörner, Brandmanager für Maxis Fahrradreifen und wir sind hier im wunderschönen Augsburg. Ja, jetzt schauen wir mal, was es hier alles gibt und vor allem, welcher Reifen auf euer Bike passt. Du zeigst mir heute, welcher Reifen für meine Trails geeignet ist, oder? Würde ich gern versuchen, ja. Perfekt. Wie schauen denn deine Trails aus zu Hause? Also meine Home-Trails oder unsere Home-Trails schauen so aus. Ja, sie sind, Gardasee ist unser zweites Zuhause, sehr ruppig im Endeffekt. Wir brauchen eher sehr scharfkantige Steine, wie der Gardasee so bekannt dafür ist. Und das sind so unsere Home-Trails. Okay, gut. Da brauchen wir, wenn du einen rutschigen Untergrund hast, brauchen wir tendenziell immer einen Reifen, der einen guten Grip hat. Und Gardasee mit viel Steinen, ich kenne noch die 601er Trails, die ganzen anderen Skull Trails und so, ist so das Pendant, was ihr wahrscheinlich immer fahrt, würde ich auf jeden Fall einen Pannenschutz empfehlen. Wir haben tendenziell, kann man bei uns wählen, verschiedene Profile. Das geht von leicht rollend bis aggressiv. Dann haben wir für jedes Profil verschiedene Pannenschutze, die auf das Profil abgestimmt sind. Und dann gibt es noch unterschiedliche Gummimischungen dazu. Nicht jeweils 1:1 Kombination, sondern schon so, dass es für den Einsatz passt. Du hast ja hier schon was aufgebaut, so ein bisschen. Da kann man ja gleich in die Materie einsteigen. Ich sehe einfach nur, ich nenne es mal das schwarze Goldreifen für mich. Welchen würdest du mir jetzt für Gardasee, ruppig, Pannenschutz einfach mal aus dem Regal ziehen? Also fürs Enduro, wir sind ja im Enduro-Bereich, würde ich jetzt sagen, für vorne kannst du mit dem Assegai nie was falsch machen. Das ist eigentlich unser bestverkauftester Vorderradreifen mittlerweile. Sowohl für Trailbikes als auch für den Enduro- oder Downhill-Bereich, weil der einfach immer einen guten Grip hat und mit den meisten Untergründen klarkommt. Den kannst du fahren, wenn es Hardpack ist, also oder wenn es los ist, auf tiefen Kies, tiefen Schotter oder auch im losen Waldboden. Assegal ist ein neues Produkt, also mir hat es jetzt nichts, ich fahre immer Minion. Minion ist so ein Produkt, was jedem, glaube ich, ein Begriff ist. Assegal ist neu, oder? Asse High heißt er eigentlich, genau, den habe ich jetzt falsch ausgesprochen. Den haben wir 2019 released. Der geht auf eine Zusammenarbeit mit Greg Menard, den wahrscheinlich jeder kennen sollte, zurück. Der wurde über ein Jahr hinweg entwickelt und ist so, ja, ich würde sagen, die eierlegende Wollmilchsau für das Vorderrad eigentlich. Ja, heißt eigentlich Speer, oder das ist der Speer südafrikanischen Ureinwohner, ja, genau, und wurde deshalb, ja, nach dem benannt eben. Der Name Assegal hast du jetzt gemeint. Ja. Und der kann dann sozusagen, also der hat die breiteste Range, die man so fährt. Wir sind ja auch im Hobbybereich, denke ich mal, wir sind keine Profis, wo man es einfach abdeckt. Trails in jeglicher Art und Weise. Genau, richtig, ja. Willst du mir einfach mal den Schriftzug erklären? Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges für unsere Zuschauer, dass die einfach mal sehen. Genau, wir haben hier, tendenziell ist jeder Reifen gleich aufgebaut. Wir haben am Anfang den Modellnamen, dann haben wir die Größe mit der Maximaldruckangabe, dann gibt es die Gummimischung und danach kommt die Technik. Genau, wir haben jetzt den Assegai, das ist jetzt eine Downhill-Version, das erkennt man hieran, die hat das Downhill-Casing, der ist tubeless-ready und hat die 3C Max Grip Mischung. Den gibt es aber noch in ganz vielen anderen Variationen, in dieser Größe zum Beispiel. Den gibt es natürlich aber auch in 27,5 fürs Vorderrad. Andere Techniken sind zum Beispiel, da habe ich hier drüben was vorbereitet. Das sind unsere vier verschiedenen Karkassen, die es gibt. Wir fangen an, das ist der Pannenschutz. Also Karkasse ist immer einlagig. Bei der Exo-Version, Exo ist eigentlich ein Pannenschutz, der geht von der Wulst bis Anfang zu den Stollen, ist eine Gewebeeinlage und ist eigentlich in allen Reifen, in allen Mountainbike-Reifen vorhanden, die faltbar sind von uns. Genau, also das geht los bei Cross-Country-Reifen bis hin zu Trail-Reifen, sage ich mal. Darüber hinaus gibt es auch, macht aber nicht unbedingt Sinn, weil du willst ja auch einen Reifen haben, der zu deinem Rad passt. Es macht keinen Sinn, zum Beispiel eine Exo-Karkasse an einem Downhill-Rad zu fahren. Das ist zwar schön leicht, aber ist halt schnell platt. Ne? Genau. Weil wenn es zu ruppig wird, Downhill ist ja sehr ruppig. Genau, richtig. Da kriegst du halt einen Durchschlag. Und jetzt gehen wir erstmal zum nächsten. Das ist für einen Trail- und leichten Enduro-Bereich. Das ist die Exo Plus-Version oder Karkasse. Der Unterschied dazu ist, dass die
Gewebeschicht, die hier drin ist, noch mit Gummi eingelassen wurde oder mit Gummi verstärkt ist und hier noch eine kleine Butyleinlage hat. Das hier ist die Wulst da unten und die Butyleinlage geht ungefähr bis hier. Hintergrund ist der, wenn du jetzt einen Durchschlag hast, dass hier im Prinzip der Gummi heil bleibt. Also ich sehe dann praktisch schon hier an den, also steht immer Exo, Exo Plus, mhm. Dann geht es weiter. Dann geht es weiter mit Double Down. Double Down ist im Endeffekt doppellagige Karkasse mit einem höheren Butyleinsatz. Also da sieht man auch hier wirklich, wie dick der ist. Der geht von hier bis da. Und dann haben wir noch die ganz krasse Karkasse, die ist die Downhill-Karkasse. Die ist auch zweilagig, hat auch diesen Butyleinsatz, der bis hier oben geht. Der Unterschied zu Double Down ist, dass dieser Reifen mit zweifach 60 TPI Karkasse gebaut ist und der Double Down mit zweifach 120 TPI. TPI heißt Threads per Inch, das heißt im Endeffekt, wie viele Fäden auf einem Zoll Gewebelage sind. Genau. 120 TPI heißt, das sind 120 Fäden von der Nylon-Karkasse auf einem Zoll. 60 TPI heißt, das sind halb so viele, die natürlich auch doppelt so stark sind dadurch, weil es ja die halbe Anzahl bloß ist, genau. 60 TPI ist wesentlich robuster, kann aber nicht so gut mit dem Untergrund agieren. Also die Karkasse, was heißt nicht so gut, in Relation zum 120er. Also 60 TPI ist eigentlich der Standard-Mountainbike-Reifen. Perfekt. Jetzt habe ich immer das Problem gehabt, ich bin nie so richtig zurechtgekommen. Jetzt habe ich schon mal einen sehr guten Einblick bekommen, die Beschriftung, die ihr hier seht, wie es im Endeffekt da ist. Also ich habe den Namen, das ist für mich persönlich schon mal super. Gibt es auf eurer Website alle Informationen nochmal zum... Selbstverständlich, sind alle auf maxistires.de verfügbar. Da haben wir verschiedene Kategorien, Gummimischung, Technologie, ist alles erklärt zum Nachlesen. Kommt aber am besten, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal auf einem Bike-Festival vorbei oder in Winterberg bei den Dirtmasters. Da sind wir mit dem Stand vor Ort, da können wir euch alles erklären. Ihr könnt die verschiedenen Karkassen auch fühlen. Also ich weiß nicht, Nico, wenn du hier, hier kannst zum Beispiel auch fühlen, wie jetzt die 60er und die 120er Doppelkarkasse, die ist halt eigentlich steifer, genau, wenn du die drückst, die ist ein bisschen weicher jetzt. Ja, merkt man ja. Genau. Was glaube ich auch noch eine Frage, was mir kommt, Unterschied zwischen, ihr unterscheidet, soweit es mir jetzt bekannt ist, nicht für E-Bike und für Bio-Bikes. Also man kann eure Reifen, gehe ich jetzt mal einfach davon aus, für E-Bike und Dings ist der gleiche Reifen. Richtig, genau. Also unsere Mountainbike-Reifen sind alle für alle E-Bikes zugelassen, die bis 25 gehen. Das gilt natürlich nicht für E-Pedelecs, die gehen ja bis 50. Da braucht es dann eine gewisse ECE R75 Zertifizierung. Das ist ein bestimmter Testprozess, der durchlaufen werden muss, damit die bekommen. Aber die Bikes sind im Mountainbike-Bereich eigentlich nicht so relevant. Also man kann jeden unserer Mountainbike-Reifen ohne Probleme auf dem E-Bike fahren. Also aus meiner, ich würde halt dann einen mit höheren Karkasse nehmen fürs E-Bike, was ein bisschen schwerer ist, oder? Ja. Sagst du, stimmst genau. Du mir dazu? Also natürlich, ja. Es macht natürlich keinen Sinn, jetzt einen Cross-Country-Reifen auf dem Enduro E-Fully zu tun. Aber man sollte halt immer einen Reifen wählen, der für den Bereich gut ist. Wenn ich jetzt von einem normalen Fahrrad ausgehe, im Vergleich zum E-Bike, würde ich beim E-Bike immer einen Pannenschutz höher gehen. Das heißt, wenn ich jetzt auf einem normalen Enduro vorne Exo Plus habe, hinten Exo Plus, würde ich auf dem E-Bike auf jeden Fall hinten zum Beispiel auf den Double Down gehen, weil das die nächsthöhere Pannenschutzlage ist. Ja. Super, vielen Dank an der Stelle. Jetzt habe ich so viele Reifen und keine Ahnung, welchen ich tatsächlich kaufen soll. Deswegen habe ich mir den Fachmann jetzt nochmal geschnappt, um wirklich eine genaue Kaufempfehlung zu bekommen. Was würdest du denn jetzt vorschlagen, wenn man entweder super pannensicher sein will oder eben zwar eine gewisse Pannensicherheit haben will, aber eher ein bisschen mehr Hauptaugenmerk auf Leichtigkeit legt? Also ich würde empfehlen, als eierlegende Wollmilchsau-Kombination, sage ich mal, für den Enduro-Bereich, dass man hinten den DHR2 nimmt, Minion DHR2. Den gibt es in verschiedenen Versionen. Die Standardbreite ist eigentlich 2,4. Fürs E-Bike würde ich hinten auf eine Double-Down-Karkasse gehen mit einer 3C Max-Terra-Mischung, die relativ langlebig ist. Fürs normale Bike kann man auch die Double-Down nehmen, wenn man ein bisschen härter fährt, wenn man ein bisschen gemächlicher unterwegs ist und, sage ich mal, viel
Murmelbahn-Trails fährt oder so oder bevorzugt, dann reicht auch vollkommen die Exo Plus Karkasse. Beim Assegai genau das Gleiche. Assegai würde ich aufs Vorderrad klatschen. Der ist eigentlich, der verzeiht sehr viel, drücken wir es mal so aus. Den kannst du in jeglichem Untergrund fahren, wie vorhin schon gesagt. Und da reicht auch die Exo Plus Karkasse. Kann man mit einer Max Grip Mischung fahren. Das ist die Mischung, die eigentlich am allerbesten hält, sowohl bei Nässe als auch bei Trockenheit. Ist fürs Hinterrad nur bedingt zu empfehlen, generell gesagt, weil die halt auch einen hohen Verschleiß hat. Ob du jetzt trittst, dann hast du einen bisschen höheren Rollwiderstand oder bremst dich halt auch schneller runter. Drum ist die eigentlich nur was fürs Vorderrad, wenn man im Nicht-Race-Bereich unterwegs ist. Also vorne 3C Max Grip, Assegai, Exo Plus, hinten Minion DHR2, Max Terra Mischung mit Exo Plus oder Double Down. Und wenn ihr jetzt viel gehört, aber trotzdem noch nicht verstanden habt, was ihr kaufen könnt, schreibe ich euch das, was jetzt gefallen ist, nochmal direkt unter die Kommentare rein, oben angepinnt. Jetzt kommen wir von den etwas schwereren und super pannsicheren Enduro-Reifen zum All-Mountain-Bereich. Und da gibt es dann ein bisschen leichtere Reifen, damit ihr nicht ganz so schwitzen müsst beim Hochfahren. Richtig, genau. Also wir können im Trail-All-Mountain-Bereich, gibt es auch nach wie vor meine Empfehlung, Assegai DHR2, vielleicht auch ein DHF vorne und DHR2 hinten. Ist so für leichtere Trailbikes, sage ich mal, mit 140, 150 mm Federweg. Wenn man es jetzt nicht ganz so ruppig mag, reicht da eine Exo oder Exo Plus Kombination von der Karkasse her. Wenn man jetzt auf den Down Country oder All Mountain Bereich geht, haben wir einen neuen Forecaster seit dem letzten Jahr. Den gibt es in 2,4er Breite mit einer Exo-Version. Der wird auch kommen mit einer Exo-Plus-Version. Ist eigentlich ein Reifen, der für jeden Untergrund gut gemacht ist. Also da habe ich auch noch super Performance am Trail, aber bin eben etwas leichter vom Gewicht her, sodass ich hoch ein bisschen netter rolle oder auch in der Ebene, wenn ich mal irgendwie ein bisschen längere Transferstrecke dazwischen. Genau, richtig. Der ist jetzt allerdings ehrlich gesagt nicht so optimal für den Gardasee, für das Gefilde. Das ist eher was fürs Mittelgebirge, sage ich mal, für die Home Trails super gut. Hier in den Wäldern zum Beispiel haben wir auch sehr viel losen Waldboden, Hardpack drunter, da ist der halt Bombe. Den kannst du fahren, wenn es trocken ist, wenn es nass ist. Macht zu jeder Jahreszeit Spaß. Ja, wobei, was mir generell aufgefallen ist, dass die Reifen ja relativ viel Pannenschutz haben im Vergleich zu, also wir fahren jetzt ja wirklich schon seit gut 20 Jahren Mountainbike und mir kommt vor, dass man früher halt wirklich, sobald man die Dolomiten berührt hat, irgendwie einen Platten hatte, aber das ist ja eh nicht mehr der Fall, oder? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also es liegt natürlich auch daran, dass die meisten Reifen heutzutage tubeless-ready sind und auch sehr, sehr viele Leute tubeless-ready fahren, also ein tubeless-ready-Reifen mit einer Pannenschutzmilch, weil das eben eigentlich deutlich sicherer ist, wie wenn man einen normalen Schlauch nimmt. Hm. Ja. Also ich könnte mir eben vorstellen, dass sogar für den Gardasee, wenn du da die leichteren Trails ein bisschen anvisierst, weil das fährt ja nicht jeder dann das Allerruppigste, ja, das eventuell für viele so eine Art eierlegende Wollmilchsau ist, wie du das gerade für den Enduro-Bereich mit dem Assegai beschrieben hast, weil der fühlt sich jetzt echt auch tatsächlich sicher an. Definitiv, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie bin ich unterwegs. Bin ich der Pilot, der möglichst schnelle Zeit den Trail runterblasen will, oder bin ich jemand, der technisch vielleicht nicht so gut versiert ist und einfach den Trail runterfährt, wie er gerade Lust hat und nicht auf Vollgas unterwegs ist, da reicht die Exo Plus Version natürlich auch. Mhm. Ja. Dann haben wir den jetzt vorne drauf und hinten? Forecaster kann man vorne und hinten fahren. Wenn man was haben will, was hinten vielleicht ein bisschen besser rollt, kann man hinten auf den Recon gehen. Auch in der gleichen Breite, 2,4 zum Beispiel. Der ist vom Profil her halt eher, ich würde es nicht sagen semi-slick, aber er rollt ein bisschen besser als der Forecaster auf jeden Fall. Okay, und den hast du dann auch wieder mit dem Durchschlagschutz sozusagen? Den gibt es mit einem Exo-Pannenschutz und mit einem Exo-Plus-Pannenschutz, genau. Ja, Durchschlagschutz, also vom Durchschlagschutz her ist die Downhill-Version oder ist die Downhill-Karkasse eigentlich am besten. Die gibt es aber bei den Trail-Reifen nicht. Weil es dann einfach zu schwer werden würde. Genau, richtig. Ja, irgendein Kompromiss muss man halt immer gehen. Und jetzt waren wir schon, glaube ich, bei den Reifen, die noch ein bisschen leichter sind, wo man dann eher für die Bikes bis 130 mm Federweg empfehlen würde. Genau, richtig. Würde. Das sind dann halt die modernen Cross-Country-Fullies oder Down-Country-Bikes. Da haben wir eigentlich den eben erwähnten Recon schon so aus. Genau, 29x24. Den gibt es auch als Race-Version, der sehr beliebt ist bei den Marathon- oder Cross-Country-Fahrern heutzutage. Das ist der Recon Race. Gibt es auch in unterschiedlichen Breiten. Der ist im Vergleich zum Recon, er hat jetzt ein bisschen Staub hier angesetzt, ist es ein Semi-Slick im Endeffekt, den gibt es in 2,25, 2,35 und 2,4er Breite.
und rollt sehr, sehr leicht. Ist auch der Reifen, mit dem der Schurter letztes Jahr einige Weltcups gewonnen hat. Und wenn man dann noch was Leichteres haben will, geht man auf den Aspen. Der rollt leichter, hat allerdings nicht so viel Profil wie der Recon Race. Spart dadurch natürlich am Gewicht, aber den muss man halt auch fahren können, sage ich mal. Also da musste ich ein bisschen dran gewöhnen. Der rollt super gut, hat einen guten Grip, wie gesagt, aber ja, er hat jetzt nicht so den Seitenhalt wie jetzt zum Beispiel der Recon. Und die kann man dann aber alle vorne und hinten fahren? Die kannst du alle vorne und hinten fahren oder auch kombinieren, wie du möchtest. Kombination zum Beispiel wäre, wenn man verschiedene Reifen haben will, ist Aspen vorne, Recon Race hinten. Geht aber auch umgedreht. Also es ist teilweise, kommt es von Rennfahrer zu Rennfahrer oder ja, von Mensch zu Mensch drauf an, was ihm taugt. Also mehr Profil vorne heißt, dass ich mehr Sicherheit beim Lenken habe, im Endeffekt am Trail ein bisschen mehr Halt habe. Mehr Profil hinten dann wahrscheinlich, dass ich mehr Antrieb tatsächlich bringen kann, wenn ich irgendwie in Schotterhof fahre. Genau, es kommt immer auch ein bisschen darauf an, wie die Fläche ist oder wie die Kontaktfläche ist zum Boden. Der Recon Race zum Beispiel, der hat ziemlich viele flache Stollen, die rollen natürlich auf dem Asphalt besser, wie jetzt oder auf dem Untergrund besser, wie jetzt kleine gerillte Stollen wie beim Aspen. Und tendenziell fährt man aber vorne, weil man vorne auch mehr bremst als hinten, den aggressiveren Reifen und hinten einen weniger profilierten. Also vorne lieber mehr Profil und hinten eventuell ein bisschen weniger, weil ich dann den Antrieb besser übersetzen kann, also besser genau, auf die richtig. Straße. Ja. Ja. Wir dürfen uns die Reifen jetzt direkt aus den Regalen suchen. Ist fast wie bei IKEA. Heinrich 400 ist meiner. Oh, da sind nur noch zwei da. 400, also hier, oder? Heinrich. So, jetzt greife ich mal einfach mal. Geil, im Schlaraffenland. Also ich habe mich jetzt mal entschieden, ich werde mir mal den Assegai, Assegai, oder? Assegai, Assegai. Assegai, Assegai. Schnappen und direkt, wenn wir zu Hause sind, aufs Mountainbike schnallen und euch mal berichten, wie es so ist. Perfekt. Super, würde mich freuen über dein Feedback. Du hast jetzt hier den, den wir vorhin schon besprochen haben, den Exo Plus, also mit dem Pannenschutz, mit dem mittleren Pannenschutz im Endeffekt fürs Enduro-Rad, fürs Vorderrad mit der 310 Max Grip-Mischung und ich bin echt gespannt auf dein Feedback. Ja, das werde ich mal aufziehen, den nehme ich gleich mit und dann schauen wir weiter. Bei mir geht es jetzt auch shoppen. Ich bleibe meinem Reifen treu, den ich die letzten Jahre schon gefahren bin. Minion Downhill Freund. Was habe ich denn jetzt ausgesucht? Du hast ausgesucht auch die Exo Plus Karkasse für den moderaten Pannenschutz im Enduro-Bereich. Und diesmal aber mit Max Grip Mischung, weil du ja den ultimativen Grip willst im Nassen und im Trockenen und dadurch deutlich sicherer unterwegs bist. Also wenn der Berg nicht mehr da ist am Gardasee, hängt er mir am Reifen. Also Mike, vielen Dank an der Stelle, dass wir euch in diesem schönen Lager besuchen durften. Eine Frage habe ich noch. Schickt ihr von hier aus in die ganze Welt oder wie sieht es hier aus? Nein, wir sind nur Vertrieb für Deutschland und Österreich im Endeffekt. Verkaufen von hier oder verschicken von hier an OI-Kunden, an Groß- und Einzelhandel. Und ja, genau, für die Gebiete Deutschland und Österreich im Endeffekt. Super, vielen Dank und wir sehen uns am Gardasee. Richtig, ich freue mich schon. Tschüss, Peter.